und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute so lange ist es noch gar nicht her, aber ich habe heute wieder eine Rezension mit meiner Reaktion während des Lesens. Es geht heute um 175 Tage mit dir von Tina Köpke und das ist der Folgeband von 125 Tage Leben. Da habe ich auch eine Rezension mit meinen Reaktionen gemacht, die verlinke ich gerne hier oben. Und jetzt habe ich den zweiten Band hier. Den habe ich nämlich schon vorab bekommen, wo ich mich ultimativ drüber gefreut habe, weil ich sowieso total gespannt auf dieses Buch war. Und ja, ich stelle es euch heute vor. Der zweite Band ist, wie man vielleicht auch sehen kann, ein bisschen dünner. Deshalb kostet er auch nur 12,99 € und ja, ist bei Romance Edition erschienen. Das ist eher ein kleinerer Indie-Verlag. Und ich muss sagen, das Cover gefällt, also nicht, dass das Cover nicht schön wäre, aber das gefällt mir noch mehr. Ich finde es einfach so schön und was soll ich sagen, also ich finde die Cover von der Reihe, die sind einfach so gelungen. Jedenfalls geht es in dem Band dann um ein anderes Pärchen und zwar um Emilia und Riley. Emilia ist nämlich vom College geflogen, hat sich von ihrer Freundin getrennt und ist jetzt auf Wohnungssuche und man kann auch wirklich sagen, dass sie aus ihrem Fehler gelernt hat und hat aber nicht viel Geld, um diese Wohnung zu bezahlen und ja, wie es bei Wohnungssuchen immer so ist, ist es nicht so einfach, da an jemand Vernünftigen in der WG zu geraten, aber sie trifft dann eines Tages auf Riley und irgendwie kommen die beiden ins Gespräch und er bietet ihr an, in die WG von ihm, Harper und Grace. I'm so sorry, wenn ich jetzt mir nicht ganz sicher bin. Ja, Grace. Daraufhin macht sie sich eigentlich keine großen Hoffnungen, aber es ist irgendwie ihre einzige Möglichkeit noch. Ansonsten sieht alles nämlich sehr aussichtslos für sie aus und sie sucht auch noch einen Job. Und letztlich zieht sie eben bei den dreien ein. Das heißt, wir sind weiterhin in der Clique sozusagen mit drin, aber es kommt eben jemand Neues dazu, und zwar Emilia. Riley ist super lieb, super cute und unfassbar hilfsbereit auch. Und Emilia ist aber aufgrund ihrer Vergangenheit und ihrem Talent dafür, nur das Schlechte anzuziehen, der Überzeugung, dass sie nicht gut genug für Riley ist und so weiter und so fort. Das Buch ist wie Riley einfach super cute. Mir gefällt der Aufbau und der Schreibstil von Tina auch total. Es ist wie in 125 Tage Leben, dass das eben in Tage geordnet ist. Also die Kapitel sind immer eine bestimmte Anzahl an Tagen oder ein Tag, wie ja auch die Titel irgendwie schon sagen. Ich habe das Buch recht schnell durchgelesen und ich kann auch schon mal zu Anfang sagen, meine Oma hat es vor mir gelesen. Da sie ein Buch lesen wollte und keins mit hatte und dann musste sie das zwangsweise lesen, wenn sie was lesen wollte. Wer hätte es gedacht? New Adult ist nicht nur was für junge Erwachsene, nein. Auch für meine Oma, die über 80 Jahre alt ist. Und ihr hat es nämlich sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, ihre Worte, als sie es mir zurückgegeben hat, waren, das war aber schön oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber sie hat es sogar schneller gelesen als ich. Ich glaube, ich habe 3 Tage gebraucht, meine Oma 2. Ich mochte vor allem Emilia und ihre Persönlichkeit so gerne. Also sie ist eben, ja, so ein Wirbelwind, keine Ahnung, sie hat so Schwung in Rileys Leben gebracht, denn Riley ist eher so ein ruhiger und langweiliger Typ so, also er ist natürlich nicht langweilig, aber ich schätze mal, ihr wisst, wie ich das meine. Und Emilia ist eben mehr für Abenteuer noch zu haben und hat eben Schwung in die Bude gebracht und das fand ich eben so toll an Emilia. Ja, Riley, ich muss sagen, ich habe mich nicht hundertprozentig in ihn verlieben können, was eben daran lag, dass er einfach nicht genau mein Typ war, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich fand das Buch nämlich trotzdem sehr, sehr schön und
Ja, es ist nicht so viel, aber es war total ausreichend und die Geschichte hat nicht mehr gebraucht, wisst ihr? Also, das war einfach auf den Punkt genug, cute und alles. Und ich muss auch sagen, also Riley, selbst wenn ich ihn eben langweilig genannt habe, also er ist einfach cute. Ach nee, ich kann das nicht mit Niall vergleichen. Aber das heißt hier bei One Direction mal Niall the Church Boy und so ist es bei Riley auch so ein bisschen. Er ist halt so down to earth, so, ne? Ja, ich würde sagen, ich labere jetzt erstmal gar nicht weiter und zeige euch meine Reaktion. Oh, es ist so hell. Jetzt geht die Sirene irgendwo. Ich bin erst auf Seite 3 oder so. Also ich habe erst 3 Seiten gelesen. Aber mir gefällt der Anfang schon jetzt richtig gut. Ja, ich freue mich wieder in Little Springs zu sein. Ich dachte, das wäre eine Probe mit dieser Sirene, aber nein. The thing is, immer wenn ich Bücher lese und ich habe das Gefühl, ich kenne ein Lied dazu, dann muss ich dieses Lied suchen und das habe ich gerade gemacht. Und zwar von The Bams, I Found a Girl. Und oh mein Gott, habt ihr diesen ersten Satz einfach gehört? Come on, let's move into my apartment. I mean, wie kann das sein? Also Leute, ne? Das ist so ein Lied, da es stimmt zwar nicht 100%, aber es hat mich halt direkt daran erinnert. Okay, ich muss mein Leid jetzt auch noch mit euch teilen, weil sie essen hier gerade Sushi. Ich habe eigentlich schon gegessen, aber jetzt will ich einfach Sushi haben. Again, oh mein Gott, wie cute war das jetzt bitte? Ich schmelze dahin. Diese Szene hat mich gerade so sehr an The Fault in Our Stars erinnert. So, ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, wenn euch solche Szenen in Büchern auch immer an The Fault in Our Stars erinnern. Okay. Okay. I'm done. Okay. Ach Leute, na, ich habe ja schon so eine Schwäche für Grübchen. Das ist halt einfach immer wieder schön zu lesen, sowas. One Direction, my cute boys. Right here. Wenn ich ein Buch lese, eigentlich warte ich immer nur darauf, dass One Direction erwähnt wird. Es ist schlicht und ergreifend so. Und oftmals habe ich das Glück, dass es wirklich passiert und One Direction erwähnt wird. Danke, Tina. Ich bin fertig und ich habe direkt wieder eine Musikempfehlung, die meiner Meinung nach sehr gut passt. Denn ich habe das Lied gerade die ganze Zeit, so die letzten 50 Seiten oder so gehört. Von Why Don't We 8 Letters. Listen to it. Ich finde es voll passend. Jedenfalls, I'm done. Und ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr schön. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es noch weitergeht. War einfach schön. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch groß sagen kann. Over and out. So, das waren meine Reaktionen. Ich finde ja immer, die sprechen mehr als, keine Ahnung, meine Rezension an sich. Deshalb hoffe ich, sie hat euch gefallen. Und ich habe dem Buch letztlich 4,5, also aufgerundet 5 Sterne gegeben. Und ich kann euch diese Reihe nur ans Herz legen. Es ist wirklich eine so schöne Nie-Adult-Reihe. Und ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den ersten Band vielleicht schon gelesen habt und den zweiten noch lesen wollt. Oder ob ihr jetzt vielleicht Lust habt, die Reihe anzuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!